Eigentlich ist er nur ein größerer Hügel mit Aussichtsturm. Der hohe Hagen bietet, gleich von welcher Seite man sich ihm nähert, keinen spektakulären Anblick. Er liegt etwa 15 Kilometer südwestlich der Universitätsstadt Göttingen. Man kann seinen 480 Meter hohen Gipfel sowohl von Norden über den Ort Dransfeld als auch von Süden über Schäden ersteigen. Schäden gehört ebenfalls zur Samtgemeinde Dransfeld und von hier aus hat man den besseren Blick auf den Hohen Hagen. Im Ortskern von Schäden steht ein Denkmal für den berühmtesten Bürger der Stadt, der Komponist und Flötenlehrer Friedrich des Großen, Johann Joachim Quanz, wurde hier geboren. Gleich hinter seinem Denkmal gelangt man auf die alte Poststraße. Diese läuft südlich am Hohen Hagen vorbei und zeigt an mehreren Stellen Muschelkalkaufschlüsse. Der Muschelkalk stellt in dieser Landschaft den Stufenbildner dar, allerdings verknüpft mit einer komplizierten Bruchschollentektonik. Auf ihm sitzen die Basalte des Hohen Hagen auf. Diese harten Ergussgesteine haben auch an einigen Stellen tertiäre Sedimente vor der Abtragung bewahrt. Ein weiterer Wanderweg führt von Norden, vom Ort Dransfeld auf den Hohen Hagen hinauf. Zwar hat Dransfeld nur knapp 4000 Einwohner, dafür kann es mit einer über 1000-jährigen Geschichte aufwarten. In deren Verlauf brannte der Ort aber mehrfach nieder. Nach dem letzten großen Brand 1834 wurde auch die Synagoge neu aufgebaut. In der Reichspogromnacht wurde sie aus ungeklärter Ursache nicht niedergebrannt. Gleich am nördlichen Ortsrand von Dransfeld weisen erste Schilder auf den Hohen Hagen, den Gaussturm und den Geologiepfad hin. Der Weg steigt ganz allmählich an. Denn auch wenn der Hohe Hagen als eine der höchsten Erhebungen Niedersachsens gilt, so reißt sein Gipfel doch noch nicht einmal die 500-Meter-Marke. In einer leichten Senke zwischen dem Hohen Hagen und dem Hengelsberg liegen die sogenannten Altarsteine. Die massiven Quarzitblöcke weisen menschliche Bearbeitungsspuren auf, die bis in die mittlere Altsteinzeit zurückdatieren. In der Nähe der Altarsteine erinnert eine Gedenkplakette an den Dransfelder Ehrenbürger Geheimrat Hermann August Giesecke. Er war Abteilungsleiter im Reichspostamt und Ehrenvorsitzender des Gaussturm-Baukomitees. Der Gaussturm ragt aus dem Mischwald auf der Bergkuppe des Hohen Hagen heraus. Es handelt sich um einen 51 Meter hohen Turm aus Stahlbeton, der 1964 anstelle des alten Gaussturms errichtet wurde. Der erste Turm war 1910 aus Basaltgestein errichtet worden, hatte eine Höhe von 32 Metern und stand auf 528 Metern über Normalnull. Der heutige Gaussturm erhebt sich 50 Meter tiefer. Sowohl die vormalige Bergkuppe des Hohen Hagen als auch der alte Turm fielen dem Basaltabbau zum Opfer. Bei seiner Landesvermessung des Königreichs Hannover nutzte der Mathematiker Carl Friedrich Gauß den Hohen Hagen zusammen mit dem großen Inselberg und dem Brocken als Triangulationspunkt.
Vom Gaussturm zieht sich der weitläufige Basaltabbau nach Norden. Der Abbau dieses Gesteins begann 1825 und umfasste in seiner Blütezeit eine Fläche von 11 Hektar. . 1971 wurde der Basaltabbau, da er nicht mehr rentabel war, eingestellt. Seit 2004 führt ein Geologie- und Bergbaulehrpfad durch das ehemalige Abbaugebiet. Einen solchen hatte Wunderlich bereits 1968 in einem mineralogischen Artikel gefordert. Die Basaltvorkommen am Hohen Hagen gehen auf tektonisch-vulkanische Vorgänge in der mittelmeermiösen Zone zurück. Diese Großgrabenzone brach im Paläogen auf und erstreckt sich von der Rhone bis in die Nähe Oslos. Der Leinegraben, die Senke, in der Göttingen liegt, bildet einen Teil dieser Zone, wobei in diesem Fall wahrscheinlich ein Bruchsystem, das sich schon im Erdmittelalter herausgebildet hatte, reaktiviert wurde. In unmittelbarer Nähe zu diesem Grabensystem entwickelte sich im Jungtertiär an mehreren Stellen Basaltvulkanismus. Er zeigt genetische Parallelen zu den vulkanischen Feldern in der Nähe des Oberrheingrabens, wie etwa dem Schwäbischen Vulkan oder dem Hegau. Für das Basaltgestein am Hohen Hagen wurde mit Hilfe von Kalium-Argon-Datierungen ein Alter von 12 bis 15 Millionen Jahren ermittelt. Dabei müssen die einzelnen Basaltvorkommen der Region über einen größeren Zeitraum entstanden sein, denn sie weisen zum Teil gegensätzliche Magnetisierungen auf. Am Hohen Hagen ist wahrscheinlich niemals Lava ausgeflossen. Die Zusammensetzung der Minerale lässt vermuten, dass wir es hier mit Phreatovulkanismus zu tun haben. Die Basaltvorkommen sind also eine von der Erosion freigelegte Magmakammer, die bei ihrer Bildung unterirdisch lag. Ob es dabei zu den typischen phreatovulkanischen Erscheinungen wie Schwefelaustritt und Marbildung gekommen war, kann man heute nicht mehr klären. Das heute weitgehend abgebaute Basaltvorkommen am Hohen Hagen hatte nur ein vergleichsweise geringes Volumen und sein Durchmesser wird nach unten schnell kleiner. Es steht auch nicht, wie früher vermutet, mit den weiter südlich gelegenen Basaltvorkommen an Luxloch und dem nördlich gelegenen am Brunsberg in Verbindung. Aber es ist ein eindrucksvolles Zeugnis der geologischen Geschichte dieses Raumes im Neogen. Auf deiner Wiese macht man nichts.